Ihr glaubt gar nicht, ich habe mich das gerade ein bisschen erschreckt, dass der Motorradpolizist da schon wieder stand. 2 Sekunden davor noch drüber geredet und dann steht er da schon wieder. Natürlich mit Helm ab, aber man fragt sich natürlich trotzdem so ein bisschen, was die da machen. Und die Karre war geil. Ich habe mir Themen vorbereitet, die aber vergessen, beziehungsweise nicht vergessen, möchte die einfach jetzt nicht behandeln. Kurz mal Rückspiegel checken, ob der Polizist kommt. Sieht frei aus, okay. Ich möchte jetzt einfach mal wieder ein bisschen fahren und labern und gucken, ob das Mikrofon funktioniert. Und ob ich das alles gebacken bekomme. Weil wäre schade, wenn nicht. So, dann verschwende ich die ganze Energie in so einem Vlog oder ein Thema, ein wichtiges, und dann lohnt es sich. Beziehungsweise ist dann kaputt so. Das ist nicht toll. Deswegen jetzt einfach mal so ein bisschen, einfach mal wieder fahren, ein bisschen genießen, ein bisschen Gas geben. Das Ding geht ab, ey, morgens. Wir haben gerade 10 Uhr übrigens. Ist die Luftfeuchtigkeit noch in Ordnung? Macht mir das jetzt Angst, dass die Polizei da steht? Ja, die Feuerwehr, nee, ne? Ich muss mal kurz gucken, wie ich da langkomme. Ob ich da überhaupt langkomme? Ich glaube, da komme ich nicht lang. Fuck Logic. Da komme ich lang. Da fährt ein Bagger und ein Kinderwagen. Ich würde mich da jetzt vorbeipressen. Ich weiß aber nicht, ob sich das lohnt. Soll ich? Soll ich nicht? Scheiß drauf, komm. Lassen wir es gut sein, pressen wir uns nicht da lang. Jetzt muss ich nur einen Weg zurückfinden. Weil ich möchte nicht unbedingt nochmal die Strecke fahren. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass der da immer noch steht. Und diesmal auf seinem Motorrad sitzt. Ich meine, ich habe da kein Problem, von der Polizei eingehalten zu werden. Ich finde es nur doof. Was ist hier denn los? Ist der See kaputt? Boah, das wäre krass, wenn der See irgendwie überflutet ist. Oder da ist... Oh, genau, ich weiß, was los ist. Die Leute, die mich auf Snapchat verfolgen, haben es wahrscheinlich schon mitbekommen. Bei mir war zweimal jetzt ein Sirenenalarm und ich habe das Gefühl, irgendwas ist hier abgebrannt oder so. Wahrscheinlich sollte ich dort auch nicht langfahren. Ich habe das Gefühl, ich sollte hier allgemein nicht im Gebiet sein. Ich fahre mal wieder zurück. Weil wir haben das schon ein paar Mal. Also hin und wieder bei so Industrieteilen. Dass dann irgendwelche giftigen Gase austreten. Und hier riecht es auch echt komisch. Komm, wir verpieseln uns jetzt mal. Ich vermute mal echt, dass die einfach Wasser da abpumpen. Und das da hinleiten. Dass irgendwie was wieder nicht so in Ordnung ist. Weil normalerweise sind so Sirenen nicht gut. Ich weiß, bei uns sind die zum Beispiel sonntags immer um 12 Uhr. Aber heute Morgen um 6 und dann nochmal um 9 war schon komisch. Da musste man einfach mal kurz Angst haben, dass die Russen über einen fliegen oder die Engländer und einen zubomben wollen. Hashtag True Love. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich hinfahre. Ich weiß einfach nicht, wo ich hin soll. Sollen wir noch ein bisschen über YouTube quatschen? Komm, quatschen wir über YouTube. Oh Mensch, da sind auch Menschen. Ja, komm, egal. Komm, wir gehen, fahren einfach mal ganz vorsichtig hier lang. Ich weiß genau, was sich die Menschen denken. Es gibt Menschen, die brettern hier durch, die nehmen gar keine Rücksicht. Sollten dankbar sein. Natürlich ist es ein Weg. Nicht für Motorroller gemacht. Motorroller, ich wollte es jetzt Motorroller sagen. Für Roller gemacht. Aber ich sag mal, ich fahre hier recht gesittet rum, kann man dazu sagen. Ich war gerade kurz am Überlegen, ich bin auch schon länger wach. Seit 17 Uhr. Nee, seit 21 Uhr. Seit 21 Uhr bin ich wach. Knapp 12 Stunden, geht noch. Ich bin aber auch nur wach. Normalerweise wäre ich schon längst pennen gegangen. Weil ich nachher noch zu einer Freundin möchte. Ich weiß nicht, da versucht man sich immer wach zu halten. So, wir fahren jetzt mal hier rein.
Der Hund war süß. Die Olle nicht. Von der Fahrradfahrer kommt. Der Fahrradfahrer kommt da lang. Das bedeutet, dort kann ich wohl auch lang fahren. Ich pushe mich jetzt mal hier vor. So, jetzt kann man noch mal Gas geben. So, hier wollte ich mich eigentlich hin. Man kann, glaub gar nicht, wie schwer man es sich im Leben machen kann. Steht da ein Auto? Ich mag es nicht, wenn da Autos stehen. Vor allem normalerweise kommt da auch kein Auto hin, weil da nur mal zu ist. Das bedeutet, er ist von außen rumgekommen. Mysteriös, mysteriös. Mir ist was Doofes passiert, habe ich noch gar nicht erzählt. Ich wurde gestern schön geblitzt um 22 Uhr in der 50er-Zone mit dem Auto. Also ohne Auto wäre, also mit dem Roller wäre halt so schlimm, weil die blitzen nur nach vorne, aber das ist echt kackig. Das wird, glaube ich, echt teuer. Okay, da hinten qualmt's. Ein paar Mal. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Vielleicht können wir noch ein bisschen näher ran. Wenn ich jetzt einmal komplett außen rum fahre, müsste ich eigentlich eine gute Sicht drauf bekommen. Habe ich meine Handys? Ja, wieso habe ich mein Handy in der Tasche? Ich Auto. Ganz doof, das Dümmste, was man machen kann. Sein Kack-Handy in der Tasche lassen. Das muss ich nur mal lockern und dann rausfahren. Ich kenne genug Leute, denen da passiert ist. Und während der Fahrt braucht man sein Handy sowieso nicht in der Tasche, also einfach ein Zähnfach damit. Wenn man Angst hat, dass es zerkratzt, einfach ein Handtuch oder einen Lappen drum wickeln. Ist ja nicht so, dass er da drin Samba tanzt. Das liegt ja. Schwerkraft und so. Das ist richtig schön. Richtig schön ist das. Es ist warm. Wie viel Uhr haben wir? Wir haben 20 vor 11. 20 vor 11 und schon so warm? Also das ist krass. Ich bin am überlegen, ob ich einen Snap machen soll von meinem super geilen Roller. Ihr versteht den Joke hoffentlich. Ich bekomme auch so viele Kommentare und Nachrichten so mit: Ey, Alex, lackier mal endlich deinen Roller um. Leute, wenn ich Geld hätte, dann hätte ich das schon längst umlackiert. Und die Leute, die sich jetzt denken, YouTube-Money und so. Ja, klar. Wird aber erst, ich glaube, diesen Monat ausgezahlt. Ende des Monats. Ist ja so, man braucht bei Google, nur kurz für alle Leute, die nicht so form damit sind, man braucht einen bestimmten Wert, um damit etwas ausgezahlt wird. So, der beträgt bei Google AdSense 70 Euro, das kann man ganz normal nachlesen. Wenn man diesen Wert nicht erreicht, dann wird es halt nicht ausgezahlt. Das bedeutet, du verdienst in einem Monat zum Beispiel 69,99 Euro. Es wird halt erst dann ausgezahlt, wenn du 70 Euro bzw. über 70 Euro hast. Ist halt ein bisschen blöd, gerade wenn man dann halt 3 Monate auf sein Geld warten muss. In dem Fall wie ich so. Aber nun ja. Ich mach's ja nicht wegen des Geldes, ne? Allgemein spare ich ja auch auf meinen Motorradführerschein. Es gibt ja sehr viele Menschen, die geben ihr Geld für Kacke aus. Wie für Schuhe für 600 Euro oder für ein Handy für 1000. Und ich investiere es dann lieber etwas, was mir für immer bleibt. So ein Führerschein zum Beispiel. Weil den kann man einem bei normaler Nutzung nicht wegnehmen. Der verfällt auch nicht. Quasi ein etwas, was immer da bleibt. Ich muss da immer so ein bisschen an Arma 3 denken, an altes Live, an die Anfangszeiten noch. Wenn man sich eine Kokainlizenz kaufen wollte und dann irgendwie mit 60.000 in der Tasche rumgefahren ist. Man gehofft hat, dass man endlich zum Dealer kommt und endlich auf sich diese Lizenz holen konnte. Sobald man diese Lizenz hat, hat man so eine Erleichterung gehabt. So, oh, endlich, jetzt könnt ihr mich ruhig überfallen und töten, scheiß drauf. Ich habe meine Lizenz. Das ist halt auch ein bisschen mit dem Führerschein. Ich möchte halt schon einen Motorradführerschein haben. Und wenn ich den habe, dann kann ich auch Geld für unnützes Zeug ausgeben. Zum Beispiel für Motorrad. Leider sehen wir noch nicht so viel. Ich muss echt mal gucken, wann ich damit anfange. Wahrscheinlich so in 5-6 Monaten kann ich mit meinem Motorradführerschein anfangen. Dann habe ich genug Geld zusammen. Vielleicht auch 7 Monate, ich weiß nicht genau, wie es läuft. Aber auf jeden Fall habe ich es dann zusammen und dann kann ich anfangen. Dann muss ich nur noch auf dem Motorrad sparen. Aber egal, ich habe ja dann schon mal den Führerschein. Da hat jemand gebetet. War das gemein? Ach, scheiß drauf. Die Leute, die mich länger verfolgen, wissen, wie mein Humor aussieht. Ja, da soll sich keiner beschweren hier. Wow.
Da habe ich doch jetzt bestimmt ein bisschen Gummi gelassen, oder? Oh ja. Nö, doch nicht. Ah, die Leute, die sagen, mein Roller ist lahm, ne? Ich meine, ich sehe es ja selbst in Videos. Aber in Videos kommt es halt einfach, oder auf YouTube allgemein kommt es nicht so rüber, wie schnell. Ich habe mir Motovlogger angeschaut, so, da, die fahren da irgendwie 150. Man denkt, die fahren 60. Kommt halt echt immer so ein bisschen auf die Location an. Oh, eine Polizei! Gut, ich hatte meinen Spaß, wir fahren jetzt zurück. Da ist schon wieder so ein Handtäschchenhund. Ich guck gerade, ob da vorne irgendwo die Polizei steht, weil das kann manchmal sein. Ich hoffe einfach mal, dass sie jetzt nicht die Polizei gerufen haben. Ich war nämlich echt assi. Und ich habe den kleinen Hund schon signalisiert und das ist wieder diese Doppelmoral so. Du kannst hier doch nicht so schnell lang fahren. Ja, und du musst deinen Hund an die Leine nehmen. Ganz lustig. Checken manche Menschen nicht. Echt nicht. Hat mich echt mal eine Olle angemacht. Ich bin auf dem Feld, also nicht auf dem Feld, ich war schon so am Seenweg entlang. Also der war nicht für Roller gedacht. Und da waren halt in der Entfernung war halt irgendwann halt Hunde. Besitzer haben herumgetollt. Auf einmal kommt ein Hund auf mich zugerannt. Brüllt mir die Besitzerin hinterher. Ich bin halt echt total langsam gefahren, hab angehalten, gewartet, bis die halt den zurückgerufen haben. So. Da kam die Besitzerin an und meinte, du darfst hier nicht langfahren. Hab ich zurückgerollt. Ja, mag sein, aber sie müssen ihren Hund auch an die Leine nehmen. Meinte, das ist was komplett anderes. Du verstößt gegen das Gesetz. Meine ich, jo, sie auch. Inwiefern sind sie jetzt besser als ich? So, diese Doppelmoral von Menschen. Und da kommt jetzt ein Motorrad, ein Rollerfahrer, da muss ich einmal Gas geben. Oh. Ich wollte in die Lücke reinkommen. Hat mir gerade jemand hinterhergerufen? Klang ein bisschen so. Egal, ich verabschiede mich schon mal. Danke fürs Zuschauen. Lass gerne mal eine Bewertung da zum Mikrofon, ob das genauso klingt. Ich meine, ich höre das ja selbst später. Wahrscheinlich werde ich mich aufregen, dass das ultra kacke klingt. Ja, kurz geguckt, ob das noch da ist. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Viel Spaß auf YouTube. Viel Spaß beim Roller-Tuning. Tschüss.